Sie war die große Hoffnung für den Gastgeber Königsbacher SC, Alexandra Buidozo. Mit 17 und 21 Jahren schon bei den Olympischen Spielen am Start. Mit heute 25 eine der stärksten im Feld beim heimischen Säbelfechtturnier in der Koblenzer Conlog Arena. Doch vor dem Blick auf das Heimturnier schauen wir voraus in den Sommer. Olympische Spiele in Rio. Es wären ihre dritten. Aber es wird wohl nicht klappen. Ja, das unsere Sportart überhaupt, wie so viele andere Sportarten, sehr schwierig. Qualifikation, sehr oft will ich sagen, Qualifikation ist schwieriger als Ergebnisse erreichen in Olympischen Spielen. Und momentan sehe ich aus, wenn ganz realistisch ich sage, sehr, sehr wenige Chance. 99% sie kann nicht in Zonenentscheidung kämpfen, sondern Limbach, Anna Limbach von Dormagen. Und momentan ist das. Imre Buidozo, Spitzname Buidi, ehemaliger Olympiasieger und Vater von Alexandra Buidozo. Er ist Olympiastützpunkttrainer in Bad Kreuznach und auch am Landesleistungszentrum in Koblenz aktiv. Die angesprochene Anna Limbach, auch sie war in Koblenz am Start, hat derzeit beste Chancen, das letzte deutsche Olympiaticket zu ziehen. Denn Alexandra Buidozo hatte im vergangenen Sommer neue Prioritäten gesetzt. Wichtig für die weitere Lebensplanung, auch wenn es sie vermutlich Olympia 2016 gekostet hat. Ja, also ich bin schon traurig, aber ich sehe halt auch positiv, da ich halt leider noch keine Ausbildung mit 25 habe, sehe ich halt auch ein bisschen in die Zukunft. Also ich weiß nicht, wie das mit Fechten weiter wird, generell auch über Finanzierung und alles. Deswegen habe ich gesagt, lieber mache ich jetzt eine Ausbildung und kann dann nochmal eventuell noch in Tokio dann durchstarten. Tokio, das wäre dann in 4 Jahren und sie mit 29 noch lange nicht zu alt. Jetzt absolviert sie erstmal eine Ausbildung zur Hebamme im Kemperhof Koblenz. Bleibt natürlich parallel dem Säbelfechten treu und hatte gehofft, dass es nach 2 Siegen beim Heimturnier auch in diesem Jahr wieder klappen könnte. Doch im Achtelfinale kam das aus gegen die französische Vize-Weltmeisterin Charlotte Lembach. Ihr Vereinstrainer war dennoch zufrieden. Ich glaube, Alex hat alle gemacht, was sie können machen. Sie hat alle sehr gut gefochten, ganze Tag. Ja, leider in diesem Teil schon für die letzte 8 kommt immer ein stärkere Fechterin und deswegen ein paar Treffer. Ich finde, das mit der Obmann war nicht richtig und in diese schlechten Treffen waren in dem schlechten Moment auch. Einige Entscheidungen, die in diesem Achtelfinale gefällt wurden, waren durchaus zweifelhaft. Aber es half nicht. Ab dem Viertelfinale standen hier in einem von deutschen und französischen Athletinnen geprägten Turnier nur noch Säbelfechterinnen aus Frankreich auf der Planche. Zeit, auf die Gastgeber zu schauen. Säbelfechten hat in Koblenz eine lange und sehr erfolgreiche Tradition. Peter Joppich, Dennis Bauer, Willi Kotny, um nur einige Namen zu nennen. Koblenz ist noch immer Hochburg, aber der Nachwuchs drohte wegzubrechen. Seit 1,5 Jahren ist nun Marc Buhr Vorsitzender des KSC. Also wir waren damals nicht mit so vielen Sportlern unterwegs. Und wir betreiben seit dieser Zeit unwahrscheinlich starke Aufbauarbeit. Unser Vereinstrainer fährt regelmäßig zu Schulbesuchen, nimmt einen Fechter mit und dort wird den Kindern im Sportunterricht das Säbelfechten gezeigt. Und nachdem das gezeigt wurde, dürfen die Kinder sich dann direkt Trainingskleidung anziehen und selbst mal ein paar Hiebe üben. Und damit ist es uns gelungen, in der letzten Saison 26 neue Fechter zu bekommen. Und mir ist nicht bekannt, dass das ein anderer Verein in Deutschland geschafft hat. Buhrs Sohn Sören war im Vorjahr mit 13 Jahren als B-Jugendlicher das erste Mal bei einer deutschen Meisterschaft und wurde auf Anhieb Dritter. Zudem holte der Verein im Nachwuchs einen deutschen Meistertitel und 2 Vizemeisterschaften. Wir haben absolut die Option, bei den jüngeren Jahrgängen der dominierende Verein in Deutschland zu werden und auch langfristig zu bleiben, wenn wir dabei bleiben, immer wieder Nachwuchs zu generieren. Das Säbelfechten bleibt dennoch, auch wenn Koblenz nach wie vor eine Hochburg ist, eine Randsportart, die sicherlich mehr Interesse verdient hätte. Bei diesem Turnier in Koblenz etwa war ein starkes internationales Feld am Start. Zuschauer aber wurden kaum gesichtet. Also die Aufmerksamkeit fürs Fechten beschränkt sich in Deutschland leider auf 1 Stunde während der Olympischen Spiele alle 4 Jahre. Wir würden uns natürlich wünschen, dass hier Zuschauer kommen, zumindest dann, wenn das K.O.-Fechten beginnt. Es ist teilweise wirklich sehr spannend und interessant, wie auch die unterschiedlichen Fechtstile sind. Wie zum Beleg, das Turnier gewann am Ende die französische Vize-Weltmeisterin und Europameisterin Charlotte Limbach. Doch auch wenn die Zuschauer ausbleiben, Koblenz bleibt, auch dank der Nachwuchsarbeit, eine Hochburg des Säbelfechtens.